So Leute, ihr seht, ich bin auf der MagicCon. Ich zeige das mal ganz kurz hoch. Und mir wurden vom lieben Fabian ein paar Secret Lair zu den gesetzt. Und zwar haben wir Secret Lair Roadshow Edition. Das heißt irgendwas anderes. Legendary Flyers, not that kind. Ihr seht, ich bin in einem Behilfsmatch, in einem Behilfs-Setup. Das ist die richtige Antwort. Und dementsprechend seht mir nach, wenn es nicht ganz so perfekt von der Qualität ist. Aber wir gucken uns das mal an. Und ich will das ein bisschen genießen, weil das ist halt wirklich Roadshow Edition, Legendary Flyers. Ich glaube, die Roadshow Edition gibt es nicht so häufig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da müssen wir reingucken. Dann haben wir diese komischen... Thank you for giving Geld für Secret Lair aus. Und dann, was zur Hölle? Okay, alles, was ich hier durchsehe, verwirrt mich. Ich bin gespannt. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich es öffnen darf. Und ich bin gespannt, was drin ist. Ich finde es schon mal ganz gut, dass hier auf jeden Fall diese Pappdinger drumherum, nicht diese Plastikdinger, die kriegt man nämlich leichter auf. Und was wir hier haben ist... Was bist du? Legendary Creature Fairy Warlock steht hier oben. Presents Alela, Artful Protectosaurus, Fliegend Deftouch Lifelink 2-3. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, mit Fliegen kriegen +1/+0. Immer wenn man ein Artefakt oder einen Schaden Spell kriegt man eine +1/+1 Token, 1 Fairy Blumen. Was? Und ist das der? Das ist der Commander bzw. der Frontface Dude von dem Brawl Deck. Ihr wisst schon, Brawl, das beste Format der Welt. Das sieht ja geil aus. Dann haben wir ein Legendary Creature Human Rogue Bard. Jizzen the Wandering Bard. 3 Mana, 2-3. Für 3 Mana tappen können wir einen First Counter auf den drauflegen und eine Kreatur aus dem Deck suchen mit First Countern und die ins Spiel bringen. Was zur Hölle? Die sehen wirklich nicht mehr aus wie Magic-Karten. Muss man einfach sagen, es sieht nicht mehr aus wie Magic-Karten. Dann haben wir Fage the Untouchable. Alter, hat die. Ist das eine Printline? Ich muss mal gerade ganz kurz. Ne, das sieht so aus, als soll das so. Alter, Fage the Untouchable. Geiles Artwork. Richtig cooles Artwork. 4 schwarze, 3 farblose Legendary Creature. Avatar Minion. Ist ein Minion. Und ich sehe gerade, die hat einen Hashtag drauf, nur mal, aber es ist anscheinend nicht so. Und immer wenn die ins Spielfeld kommt, wenn man die nicht von der Hand gespielt hat, verliert man das Spiel. Immer wenn sie einer Kreatur Schaden zufügt, wird die zerstört. Sie kann nicht regeneriert werden. Und viel wichtiger, immer wenn die dem Spieler Schaden zufügt, dann wird die geopfert. Also nicht der Spieler wird geopfert, weil man einfach dann gewinnt. Die sieht ja geil aus. Die sieht wirklich, wirklich geil aus. Krass. Dann haben wir Sand Triples. Wow. Doors open at 8 PM, no cover. Das ist eine 5 Mana 3-3, wie man hier schön sieht. Legendary Artifact Creature Human Wizard. Und zu Beginn aufs Upkeep von einem selber darf man einen Spieler auswählen, beziehungsweise muss man einen Spieler auswählen. Und man darf die Handkarten von dem Spieler spielen, als wären es seine eigenen und er darf keine Zauber mehr spielen. Und man darf auch Länder aus dem seine Hand spielen. Das ist strong. Was sind das für Artworks einfach? Und wir haben ein Sliver. Die Sliver sind ja aktuell immer hinten drin. 4 Mana 3-3 Sliver haben Lifelink. Was sind das für Artworks? Ist das... Also, ich würde niemals damit Magic spielen, wenn es nicht Commander wären. Es sind alles 3 Commander, gegen die ich schon gespielt habe. Und ich muss sagen, als Commander, muss ich leider sagen, finde ich die geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abexit. Ciao, ciao.